Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge deines Beyond Breakup Podcast, dein Podcast für Liebeskummer, Trennung, Eifersucht und darüber hinaus. Heute wieder mit Ralf Hofmann und Felix Heller, die beiden Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Gefühle. Und zwar, warum tun Gefühle so weh? Und da gibt es ja schon direkt die Unterscheidung, kennst du für dich selber auch Gefühle? Kannst du ja schon mal einteilen in positive Gefühle und in negative Gefühle. Und im Rahmen der Trennung, Eifersucht und Liebeskummer sind vermutlich die negativen Gefühle bei dir mehr präsent. Und du wünschst dir wieder mehr in die positiven Gefühle oder in die positiven Emotionen reinzukommen. Und es gibt einen Hintergrund, warum wir Gefühle fühlen und wie wir sie fühlen und wie das Ganze entsteht. Und da erzählt der Ralf jetzt mal ein klein bisschen drüber. Ja, hallo und auch herzlich willkommen von mir. Ja, wir wollen über Gefühle heute sprechen und wie der Felix gerade schon eingeleitet hat, es gibt ja unterschiedliche Formen und Arten von Gefühlen. Ja, Gefühle, die uns gut tun, wie zum Beispiel Freude oder auch Stolz oder auch mal sowas wie Ehrfurcht. Ja, mal einfach erstarren, weil man etwas sieht, was einen so überwältigt. Und das sind ja Gefühle, die uns positiv beschwingen sozusagen. Gleichzeitig haben wir aber auch gerade in solchen Situationen, über die wir jetzt sprechen, wie Trennung, Eifersucht, vielleicht auch eine Beziehung, die nicht so richtig rund läuft, ne, haben wir eben diese Gefühle, die wir als sehr unangenehm, als negativ bezeichnen und auch bewerten. Und vielleicht mal ganz kurz vorweg noch ein kleiner Sachverhalt. Wir alle haben Grundbedürfnisse. Es gibt im Grunde gibt es für uns vier Grundbedürfnisse, nämlich dieses Bedürfnis nach sich durchsetzen wollen, nach Inspiration, Leichtigkeit, nach Harmonie und Geborgenheit und eben auch nach Ordnung und Stabilität. Und immer dann, wenn wir uns schlecht fühlen, ist eines dieser Felder, vielleicht auch mehrere, nicht erfüllt. Das heißt, es gibt eine Abweichung zwischen dem, wie wir das eigentlich gerne hätten und wie es aktuell tatsächlich ist. Was meine ich damit? Wenn wir das Gefühl haben oder das Bedürfnis nach sich durchsetzen, relativ hoch in uns, aber wir nicht die Möglichkeit bekommen, Verantwortung zu übernehmen oder Einfluss auf andere auszuüben, dass sie das tun, wovon wir glauben, dass es gut ist, dann fühlen wir uns nicht gut. Das heißt, es gibt eine Abweichung zwischen dem Bedürfnis, wie in diesem Falle, sich durchzusetzen, und der tatsächlichen Durchsetzung, die ich erreichen kann. Und das erzeugt in uns erstmal eine Abweichung von dem, was wir gerne hätten. Und das wiederum spiegeln wir in einer unangenehmen Emotion. Und das könnte in diesem Falle zum Beispiel Ärger sein. Ja, deswegen ist es auch so wichtig, einmal drauf zu schauen, wie fühle ich mich eigentlich? Oder was ist eigentlich das, was ich erreichen wollte? Und wenn wir heute über das Thema Trennung, Liebeskummer, Stress in der Beziehung, Eifersucht sprechen, dann geht es hier zum großen Teil natürlich auch um das Bedürfnis nach Geborgenheit und Harmonie in der Beziehung. Ja? Und wenn wir das nicht erfüllt haben, das, was wir erwarten, dann geht es uns erstmal nicht gut. Und wir werden zum Beispiel traurig. Das heißt, wir spüren erstmal eine Abweichung zwischen dem, was wir gerne hätten, und dem, wie es tatsächlich ist. Doch was passiert gleichzeitig auch in uns? Und das nennt man so schön das ABC der Emotionen, der Gefühle. Es passiert etwas und wir reagieren darauf. Wie soll ich das erklären? Ich gebe mal ein Beispiel. Du stehst an der roten Ampel. Wahrscheinlich kennst du die Situation, du bist an der roten Ampel, vor dir steht noch ein anderes Auto und du siehst, wie die Ampel gerade auf grün umschaltet. Und das Auto bleibt vor dir stehen. Jetzt gibt es Situationen oder solche Situationen, wo du gelassen dahinter bleibst. Und dann gibt es Situationen, in denen du anfängst, dich zu fragen, Mensch, warum fahren die da vorne nicht? Was hält die jetzt auf? Und du fängst irgendwann an zu hupen und ärgerst dich darüber, dass der jetzt so eine Zeit verdattelt hat. Möglicherweise fährt der jetzt auch los und in derselben Moment ist für dich auch schon wieder rot. Ja, und weil der so spät losgefahren ist oder überhaupt nicht losgefahren ist, musst du dich jetzt ärgern. Was aber dazwischen passiert, ja, das heißt also, es ist etwas passiert oder nicht passiert, nämlich er ist nicht an der grünen Ampel gefahren und deine Reaktion ist, du ärgerst dich jetzt und schimpfst vielleicht auch über den.
Ja, A ist also das Ereignis, was nicht stattgefunden hat, nämlich das Nichtfahren. Und das C ist deine Reaktion. Was den meisten Menschen nicht bewusst ist, ist die, was denke ich in meinem Kopf gerade? Ne? Also wie bewerte ich diese Situation? Wie bewerten wir, wenn der andere vorne an der Ampel nicht losfährt? Und in den allermeisten Fällen, wenn wir negative Emotionen entwickeln, machen wir uns negative Gedanken. Gedanken, die uns nicht gut tun. Wegen dem komme ich zu spät, ich wollte schon längst da sein. Das führt dazu, dass wir uns ärgern und aufregen. Du kennst die Situation ja auch. Manchmal steht einer vor dir, der nicht fährt. Und es gibt Situationen, in denen du ganz ruhig und gelassen bist und sagst, na gut, dann nehme ich eben die nächste Grünphase mit. Ja? Und der einzige Unterschied an dieser Situation ist, was hast du zwischen dem, ich nehme wahr, dass der nicht fährt, und deiner eigenen persönlichen Reaktion gedacht? Was hat in deinem Kopf stattgefunden? Und das ist der Schlüssel, einer der Schlüssel. Wie bewerten wir die Dinge, die da draußen passieren? Und auch in Bezug auf Trennung, Eifersucht, Liebeskummer, ja, die nicht gut funktionierende Beziehung, müssen wir uns immer die Frage stellen, was möchte ich eigentlich erreichen? Was geht in mir vor? Wie bewerte ich das? Ja, sehe ich darin eine Chance? Oder sehe ich nur das Schlechte, das Nicht-Funktionierende in der ganzen Situation? Und das setzt sozusagen bei uns alles in Gang, ne? Wie wir am Ende darauf reagieren. Und jetzt stell dir die Frage, oder schau nochmal genau hin, dann bleiben wir mal bei dem Beispiel. Rote Ampel, du regst dich auf, du ärgerst dich. Du nimmst also diese Emotion irgendwo in deinem Körper wahr. Das kann sein, dass du mehr spürst, wie deine Pulsadern langsam hier im Schlagader am Hals langsam anfangen zu pochen, wie du unruhig wirst, vielleicht auch ein Zittern kriegst, die Hände sich verkrampfen, ja, die Augenbrauen sich zusammenschieben, vielleicht auch noch die Zähne aufeinander beißen. Also welche Körperhaltung nimmst du in diesen Situationen ein? Ne? Welche Körperhaltung ist mit deinen Emotionen verbunden? Denn das, was wir fühlen, wirkt auf unseren Körper. Und genau andersrum auch, da so wie unser Körper sich bewegt oder welche Haltung er einnimmt, das spiegelt auch bestimmte Emotionen in uns wieder. Und jetzt bleiben wir bei dem Thema Stolz. Ja, nehmen wir mal Stolz. Kannst du dich an eine Situation erinnern, in der du richtig stolz warst? Ich habe mal eine Gehaltsverhandlung geführt und ich habe die gewonnen am Ende, also gewonnen. Ja, und ich hab mich gefreut. Ich habe das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, den Kopf so leicht nach hinten. Das war ein überwältigendes Gefühl. Ich habe aber auch eine Körperhaltung eingenommen, die zu dem Thema Stolz passt. Und das Gleiche ist auch, wenn wir traurig sind. Wir sacken in uns zusammen. Ja, also auch die Emotionen sind eng mit unserem Körper verbunden. Wir spüren die irgendwo und gleichzeitig nehmen wir eine ganz bestimmte Körperhaltung ein, die eben diese Emotion auch widerspiegelt. Und das sind so Faktoren, die einen großen Einfluss auf unsere Emotionen haben. Ja, und wie der Ralf jetzt so schön erzählt hat von dem ABC der Gefühle und auch auf die neurobiologischen Grundmotive eingegangen ist, über die wir ja schon im letzten Podcast gesprochen haben, geht es ja um das Thema Fühlen und Gefühle. Und es ist bei dem einen oder anderen von euch vielleicht auch der Fall, dass ihr gar nicht wisst, wo fühlt ihr denn oder wo nehmt ihr denn die Emotionen wahr. Und das ist auch ein gängiges Problem oder eine gängige Herausforderung für den einen oder anderen, dass wenn er sagt, ich fühle mich schlecht, dass er gar nicht weiß, wo er das denn fühlt und dass er das gar nicht wahrnehmen kann. Und das ist schon wichtig für dich, dass du das mal lernst, wahrzunehmen, wo in deinem Körper spürst du das. Und da hat der Ralf ja eben das super Beispiel mit dem Stolz schon mal gebracht. Das ist ja eine positive Emotion und das ist etwas, mit dem du das auch üben kannst, wenn du da Schwierigkeiten hast, dann nimm zum Beispiel mal das Beispiel mit dem Stolz und such dir mal ein Beispiel für dich raus und dann schau mal, wo du das wahrnimmst. Oder alternativ ein gutes Beispiel ist natürlich auch die Freude, weil das vielen Menschen sehr leicht fällt, Freude wahrzunehmen und dort mal zu spüren, wo im Körper du das wahrnimmst. Wenn du das Gefühl hast, es ist im Kopf, denk nochmal drüber nach und versuch nochmal, in deinen Körper hineinzuspüren. Denn in deinem Körper passiert wirklich
richtig viel und die Wahrnehmung davon ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg. Und wie diese Gefühle entstehen, also was da in deinem Körper passiert, das hat ja maßgeblichen Einfluss darauf haben ja die chemikalischen Grundvorgänge in deinem Körper und die ganzen Hormone und Botenstoffe, die darauf Einfluss haben. Und es, deine neurobiologischen Grundmotive und deine Emotionen wie Stolz und Ehrfurcht und Dankbarkeit, die entstehen durch bestimmte Hormone im Körper. Und es gibt Möglichkeiten, diese positiv zu beeinflussen und etwas dafür zu tun, damit es dir besser geht. Und wir werden beim nächsten Mal auch darüber sprechen, was du tun kannst, um das ABC der Emotionen für dich zu nutzen, um in andere emotionale Zustände zu kommen. Ja, wie du dich besser fühlen kannst. Es wird nicht so sein, dass wir erreichen, dass man sich überschwänglich gut fühlt. Aber wir möchten erreichen, dass du dich nicht so unendlich schlecht fühlst. Ja, raus aus der Traurigkeit und weniger Angst hin zu einer neutraleren Emotion. Und das zeigen wir dir ebenfalls. Wie kannst du dieses System, das ABC der Gefühle oder Emotionen, für dich sinnvoll nutzen?